Guck mal nach oben. Oh! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butchbop 42 Spielen Amnesia Machine for Pigs. So heißt das Spiel. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Amnesia Machine for Pigs. Und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr auch nie wieder ein Spiel hier auf diesem Kanal. Bob ist dran. Los geht's. My gears are adjust. My steam is built. Soon I will spill that blue water and split the egg, the atom, my soul, and there will be a very great burning that we might make the world clean. Be proud, for this is your doing. Until you steeped me in the blood of your own, I was nothing but rotten architecture. You have made me, and I will make the world anew. Spricht die Maschine selber mit uns? Das. Okay. Jetzt sind wir wohl. Oh, da. 25. Dezember 1899. Solltest du das hier finden? Dann weißt du schon alles, was ich dir sagen würde. Du weißt bereits, was du getan hast und was du jetzt tun musst. Ich entferne mich von diesen Tempeln, diesem kleinen Steinhaufen unter den Rhododendren. Die Schädel der Unschuld unter der losen Ackerscholle. Kopflose Brustkörbe, brutal zum Freisetzen ihrer Blumen entzweigerissen. Im kühlen Stein hinter den Altären, 3000 Meilen auseinander. Ich verfolge mein Leben zu diesem Augenblick zurück, in uralten Stein geätzte Wasserablaufrinnen. Die Gifte sind schon in dieser Feuchte, in diesem fallenden Wasser. Und in diesem Moment, als ich die Köpfe meiner Kinder auf meinen Handflächen wiegte, wusste ich plötzlich, dass ich rückgängig machen musste, was ich gebaut hatte, auch wenn es kaum mehr als ein abscheulicher Traum war. Diese Maschine war mein Werk und an mir ist es, sie zu erlösen und mich selbst auch. Das hatten wir schon mal. Ich wollte sagen, das hatten wir schon mal. Und warum ist hier ein Break? Also das Zeichen für Break. So. Eventuell haben sie sich da... Leute. Komm halt die wenigsten bis zum Ende. Also auf dem Plan ist das jetzt die letzte Kammer. Ja. Und ich sehe auch jetzt gerade, guck mal, hier ist ja sogar die Erdlinie dann quasi eingezeichnet. Ja. Habe ich vorher gar nicht gesehen. Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Ah. Na, ist doch schön. So, da geht's lang. Das... Stimmt. In meinen Träumen spaziere ich mit meinen Kindern. Ich gehe in Tunnel, die noch kein Mensch zuvor betreten hat, dessen bin ich mir sicher. Jetzt sind es nur noch er und ich. An meinen Ärmeln bildet sich Frost. Die tödliche Stille und die eiskalte Luft sagen mir, dass ich dem Ziel nahe bin. Heißt das, dass hier jetzt keine Viecher mehr kommen? Das wäre voll nett. Das wäre richtig gut. Vakuum, Ausweider. Okay. Abkochschläuche. Mehr davon. Die sehen aber den Vakuumausweidern ganz schön ähnlich. Komisch. Wurstmacherei. Kann ich das nicht? Ich glaube, das sind einfach nur. Das sind die. Vakuumausweider! Kuttelerei-Vormalung. Ja. Kuttelerei-Vormalung. Okay. So, hier passiert nichts mehr. Jetzt da hinten müssen wir hin. Ja, dann los. Auch wieder so voll krass gemauert hier und so. Ne? Mhm. Omi? Bist du das? Ich habe keine Ahnung. Hier steht kein Schild. Oh. You take my children. I, Mandus. Of all the blood we have spilled together, the first drops fell from your hands alone. Then I am damned for a filicide. And everything is lost. Okay.
Aber warum hat er alles vergessen? Die Psyche kann eine Menge Scheiß verdrängen. Stimmt auch. Warum ist hier so ein Glas? Always Scheiß. Was ist das? Ist das? Ja, ja. Jetzt würden die aufgehen wollen irgendwie, aber können es nicht. Kann jetzt hier nicht irgendwie noch so 1000 Zellen kommen, wo noch irgendwas passieren könnte? Das gefällt mir nämlich nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Na los. Das Spiel wird dir schon sagen, was du machen musst. Ich weiß, du willst ins Bett, aber ich will mich nicht erschrecken. Dann hätten wir dieses Spiel nicht spielen sollen. Du hast mir das damals gegeben. Es hört sich an, als ob sich eine Tür langsam öffnet. Entschuldigung. Das gefällt mir nicht. Nee. Organverteilertanks. Wartungszug. Alter. Da war er. Ist das einfach fucking elektrisch? Es hat sich nämlich sehr elektrisch angehört. Scheint das aber weg. Dahinter war das. Hörst du das auch? Ja, irgendwie. Alter. Was ist los mit euch an? Flackert Licht. Ja. Licht von hier. Oh, jetzt kann man ja auch noch so reingehen. Nur weil man das kann, heißt das nicht, dass man das machen sollte. Nee. Das doch eben. Kann man hier dran vorbeigehen? Das weiß ich nicht. Das musst du probieren. Aber scheint ganz gut zu funktionieren. Oh, das stresst mich. Oh. Guck mal, der ist tot. Da ist jemand tot. Okay. Das gefällt mir nicht. Okay, das war ein Reinfall. Da hinten flackert's schon. Wartungszugang, immer noch. Okay. Okay, noch sind alle verschlossen. Ja, da waren die beiden Jungs wieder. Ja. Cool. Ich will erstmal hier rein, glaube ich. Das ist darfst du nicht. Will ich hier rein? Darfst du natürlich auch nicht.
Ich meine, da ist ja noch ein Gitter vor der Tür, ja. Wo es so... Ah, nee, nee. Oh, es ist einfach überall. Überall flackern die Scheißlichter. Außer das da. Und deins flackert nicht. Stimmt. Noch nicht. Das Blut. Ja. Was steht denn da dran? Gefahr davon. Okay, ultraviolette Strahlung. Ja, die haben wir hier auch nicht. Würde ich mal jedenfalls behaupten. Okay, hier ist nix. Das sieht nach... Was ist das? Elektrizität. Das möchte ich nicht. Tschüss. Achso, da steht was dran. Silikonkühlmittel. Okay. Ich weiß gar nicht, dass man mit Silikon Sachen kühlen kann. So, jetzt einfach nicht mehr. Knistern. Jetzt ist es wieder besser. Ja. Ich wette, da muss ich ran an dieses Scheißgerät. Oh, und das ist so ein langer Gang. Ja, da kann lange nichts passieren. Unmöglich, ey. Oh, und wenn ich reingehe, geht's zu, oder was? Vielleicht. Was? Da ist ein Fenster. Na gut. Ich hab denn was gehört. Glocke, Uhr. Hinten links. Hat so was Grünes geleuchtet. Ist die Tür offen, ne? Was? Jo, na, dann jetzt geht einfach alles aus, oder wie? Ich höre was. Laufen, rennen. Guck mal nach oben. Da geht jetzt ein Ding nach dem anderen kaputt. Jo, Alter, du musst hier weg. Du musst hier ich weg. Ich muss hier sowas von weg. Ich kann nicht rennen. Du warst genau. Ich. Aber was soll ich tun? Also okay, wir haben ein elektrisches Schweinebärmännchen, dem ich entkommen muss. Ja. Wohin muss ich ihm entkommen? Da hinten. Ja, lass auskommen. Weißt du was? Ich mache einfach die scheiß Lampe an. Oh, was ist jetzt davon? Da hinten ist was rot. Ja, hier die roten. Ach, da ist er. Okay. Also das Ding kann ich umlegen. Und das Ding. Ja, genau. Hier, friss Strom oder so. Au. Oh ja, und er ist genau in dem anderen Ding, oder was? Hier, frisch Strom. Jetzt bin ich langsam. Sind die jetzt tot oder so vielleicht? Kann er sich irgendwie porten oder so? Der hat sich ja voll teleportiert. Das Gefühl hatte ich nämlich auch. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Das ist eine gute Frage. Guck mal weiter. Einfach gar nicht. Hey, jetzt mal im Ernst. So der Scheiß. Ach, da. Hier. Ja, das ist. Elektro.
gravitische Ausbildung Süd. What? Jo. Okay. Das heißt, wir erzeugen hier ein so starkes elektronisches Feld, dass wir die Gravitation aufheben? Kein Problem. Ich werde mich nicht beschweren. Okay, anscheinend geht's. Da hat er eben schon wieder. Ich sehe doch, dass hier die Lampen. Oder ist das? Ja, das bist du. Ah, oh, das ist einfach nur. Ah, gut. Oh, anders so. Gut. Okay, weiter. Oh, nee, Mann. Keinen Bock auf euch. Hier, faradäischer Käfig oder so. Komm, du kriegst das hin. Nicht, wenn der noch da ist. Ja, doch auch. Bist du noch da? Du musst nur, wie bei Dead by Daylight, du musst den blenden. Nein. Doch, doch. Nein. Da steht was dran, da steht was dran. Mhm. Südturm geht da hin. Wahrscheinlich steht da selber dran. Ja. Ja. Oh, dieser grüne Schimmer. Der gefällt mir ja gar nicht. Südturm. Oh! Sehr schön. Finde ich gut. Level ist vorbei. Besser ist. Oh, das ging noch relativ fix heute. Schweinebärmann als Elektro oder was? Ja. Ja, komm ey. Bob mag also, das nicht. Das ist der Gipfel der Absurdität. Wenn ihr Bob bessere Laune machen wollt, dann lasst einfach ein Abo da, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke, dann ist er gleich wieder sehr fröhlich und ihr verpasst keine Folge mehr auf diesem Kanal. Also macht das gleich mal und dann sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste Woche.